Beim letzten Mal hatte ich begonnen, die ersten Fensterrahmen auszuschneiden. War gerade beim äußeren Umriss und werde jetzt mal versuchen, auch den inneren Umriss fertig zu kriegen. Rechts und links gebe ich dem Rahmen 3 mm. Oben gebe ich ihm auch 3. Und unten dann halt auch. Das ist schon mal eine Menge mehr. Das ist alles nicht wahr. So. So, die beiden anderen Leisten, die jetzt noch rein müssten, denen gebe ich nur 2 mm. Und zwar haben wir hier 7,2 offen. Dann müsste ich bei 4,7 plus 3, also 5. Und 5,2 diese Querleiste einziehen.
und jetzt in die Mitte. Wir haben da einen Abstand von 29 mm. Ich vermittle ein bisschen und kriege dann 28. Das heißt, 13 und 15 sind die Werte. Von 14 sind die Werte. Damit müsste das Ding jetzt eigentlich schon fertig sein, also fertig angerissen. Und ich könnte anfangen, die Scheiben auszuprickeln. Mal gucken, wo ich da auf der Gegenseite noch nicht durchgekommen bin.